Herzlich willkommen zum Dela Kochstudio. Küchenkokolores mit Jonas und Dela. Heute aus der Außenstelle Balkonistan, Enklave Unterland. Hallo und herzlich willkommen zu einem Dela Kochstudio Super Spezial. Denn wir nehmen heute auf für den Podcast Adventskalender. Und bei mir ist wie immer der Küchenkobold der Herzen, der Jonas. Hallo Jonas. Hallo Dela. Ja, wir haben uns freiwillig gemeldet für den Podcast Adventskalender. Und ja, ich möchte euch ein bisschen in Stimmung bringen. Stellt euch vor, es ist Dezember, draußen ist alles kalt und batschig und eklig. Ihr wisst, euch stehen Menschen bevor, so zur Weihnachtsfeier oder zum Adventsessen. Ihr habt alle so richtig keine Lust. Eure Geschenke habt ihr auch noch nicht fertig. Außerdem ist euch so insgesamt ein bisschen schnüpfelig oder ungesund oder bäh. Und ich habe eine Lösung für all diese Probleme. Außer das mit den Menschen. Aber wir haben eine Lösung. Was ist unsere Lösung? Alkohol. Alkohol. Alkohol ist unser Freund. Nein, ihr wisst, wie es ist, ne? Vorsichtig mit Genussmitteln. Aber wir haben beschlossen, wir wollen euch heute ein winzig kleines Rezept geben für Honig-Ingwer-Likör. Nein, es ist mehr ein Schnaps als ein Likör. Okay. Muss man wirklich sagen, weil wenig Süße, nur ein bisschen und ja. Okay. Weshalb haben wir uns dafür entschieden? Bei mir war der Gedanke, wir haben dieses Getränk in einem Restaurant letztens probieren dürfen, mit Sahne. Und ich war sehr, sehr erstaunt und begeistert, weil ich eigentlich kein großer Ingwer-Fan bin. Wie stehst du generell zu Ingwer? Ich mag Ingwer ziemlich gerne. Okay. Im Tee oder auch teilweise in Essen. Das, aha. Gut. Weil Ginger Beer, alles sehr lecker. Mir hat irgendwann mal irgendein kluger Mensch gesagt, ich weiß nicht, ob er mich angelogen hat, Ingwer wäre voll gut so bei Erkältungszeug und Immunzeugs Sachen und so, da wäre Ingwer voll gut. Und Oma hat ja immer behauptet, heiße Milch mit Honig wäre auch voll gut und deswegen Ingwer und Honig vielleicht eine ganz gute Mischung. Und wenn man bedenkt, dass man das zumindest in diesem Restaurant mit Sahne serviert hat, hätten wir ja alle Bestandteile gewissermaßen zusammen. Ja. Ja, deswegen, wie gesagt, haben wir beschlossen, wir machen Ingwer-Honig-Schnaps. Und Jonas, ich übergebe dir das Wort bezüglich der Zusammensetzung. Ja, man braucht einen klaren Alkohol. Da eignen sich Korn oder Wodka, denke ich, ganz gut. Wir haben Korn genommen. Man braucht Honig und man braucht Ingwer. Im Prinzip war es das schon. Wir haben das direkt mal ein bisschen größer angesetzt. Also wir haben eine 3-Liter Flasche genommen. Ich habe da 150 Gramm etwa Ingwer, also eine große Knolle, geschält, kleingeschnitten und reingeworfen. Ganz kurz an der Stelle, für das Schälen hattest du doch so einen super Geheimtrick. Ich weiß nicht, ob es geheim ist, aber man kann Ingwer relativ gut mit einem kleinen Löffel, so einen Teelöffel schälen. Das geht aus irgendeinem Grund recht gut. Also man fährt mit der runden Seite des Löffels unter die Schale und... Ja, oder? Aber man kratzt halt einfach mit der Löffelkante das ab. Das geht ziemlich gut. Okay. Wir hatten Bio-Ingwer an dieser Stelle da ist man auf jeden Fall auf der sicheren Seite, was Pestizide und sowas genau angeht. Also es kann auch sein, dass man sich den Arbeitsschritt mit dem Schälen sparen kann. Aber es macht, glaube ich, keinen Schaden, wenn man es schält. Weil es erleichtert zumindest später die Filtration, nehme ich an. Ein bisschen. Ja. Gut, wie viel Ingwer hatten wir gehabt und wie viel Honig? Ingwer hatte ich schon gesagt, das waren etwa 150 Gramm. Mhm. Und ich hatte so eine 350 Gramm Portion Honig in so einer Drückflasche, weil sich das halt einfach in so eine Flasche rein... pressen lässt. Ja, reinpressen lässt. War auch Bio. Also da ist es vermutlich weniger schlimm, wenn es keiner ist. Und das Ganze dann halt mit Korn aufgefüllt. Genau. Drei Flaschen Korn oder wie viel hatten wir? Das waren vier. Okay.
Ja, wir haben jetzt quasi die erste Charge dann ein paar Tage stehen lassen. War ungefähr eine Woche, würde ich behaupten, ne? Ja, So. insgesamt etwa eine Woche. Und dann haben wir das Ganze durch ein Küchentuch oder war das durch ein Passiertuch? Ich habe das jetzt durch ein Passiertuch gedrückt. Damit man Ab. quasi die letzten Schwebstoffe noch rausbekommt, die noch. Ja, dass zumindest der grobe Kram rauskommt. Er ist immer noch leicht trüb, das war er, oder also ist so trüb, dass sich da definitiv noch die feineren Sachen absetzen werden. Da müssen wir dann bei der Endabfüllung gucken, ob wir das entweder durch einen Kaffeefilter schicken oder so, oder einfach nur den oberen Teil mit so, ja, einem Schlauch absaugen und dass dann der Bodensatz da drin bleibt. Aber ich bin mir gar nicht sicher, weil ich glaube, der Original war auch relativ drin. Das habe ich anders in Erinnerung, Ja? aber es war sehr schummrig in diesem Okay. Restaurant. Weil ich dachte, der wäre auch trüb gewesen. Ja, ich würde jetzt quasi, weil wir haben das Ganze schon vorbereitet, ich würde jetzt quasi zu einer Live-Verkostung übergehen. Also wie gesagt, das, was wir jetzt hier haben, ist die Ursprungsmischung, die ist ungefähr eine Woche alt. Es riecht zitronig, tatsächlich. Das hat sie am Anfang nicht. Also als wir es angesetzt haben und du mir den ersten Probierschluck gegeben hast, hat es nur nach Korn gerochen. Ja, das war aber halt auch ungefähr ein Tag. Genau. Na, ist doch ja. Also es ist süß, auf jeden Fall. Der Korn ist natürlich deutlich, kommt natürlich deutlich raus. Vom Ingwer merke ich nichts Negatives. Ich bin mir noch nicht sicher, ob der Nachgeschmack, den es hat, koste mal, ob der vom Ingwer oder vom Korn kommt. Es hat halt was leicht Seifiges. Der Nachgeschmack ist Ingwer und Honig, würde ich sagen. Also so eine herbe Note vom Honig dabei. Wir hatten jetzt noch überlegt, ob wir die ganze Sache ein bisschen verbessern, indem wir einerseits noch ein bisschen Zitrone zugeben und dann hatten wir noch überlegt, ob wir einen Schluss 43 dazu kippen. Ja, aber ich finde, das braucht man nicht, weil der Honiggeschmack eigentlich schon ziemlich deutlich da ist. Ich finde, es ist auch wirklich nicht so süß, dass man es Likör nennen würde, oder? Hört sich Weiß falsch ich an. nicht. Also ich sag mal so, es schmeckt auf jeden Fall so, als könnte es gesund sein. Nee, dafür schmeckt es so gut. Was würdest du sagen? Zitrone ran oder keine Zitrone ran? Ich bin eigentlich so sehr zufrieden, wie es Okay. ist. Weil ich muss sagen, ich finde ihn auch nicht schlecht. Also ich für meinen Teil hätte Zitrone ran gemacht dann. Aber das kann man ja auch quasi im Glas noch einen Schwung Zitrone ran machen, wenn man es will. Genau, das kann man ja mal testweise in so einem kleinen Fläschchen. Aber ich finde das trotzdem faszinierend, dass, obwohl da nichts Zitroniges drin ist, das insgesamt einen Zitrushauch bekommt. Das ist mir biologisch ein bisschen unklar, weil weder die eine noch die andere Bestandteilgeschichte hat was Zitrusartiges. Aber das finde ich faszinierend. Ja, die Menschen in dem Restaurant haben diesen Likör, Schnaps, was auch immer. Damals, ich glaube sogar ein wenig lauwarm serviert, wenn ich mich nicht täusche. Genau, also gekühlt war er nicht. War Zimmertemperatur, würde ich sagen. Ja, oder vielleicht, ich kann mir das auch gut vorstellen, wenn da noch ein bisschen wärmer als Zimmertemperatur ist. Und dann eben Sprühsahne oben drauf verrühren und dann trinken. Gut, ich würde behaupten, wir haben ein sehr gutes Produkt geschaffen. Nochmal, um auf die Handhabung zu gehen. Du hast jetzt von irgendeinem Internethändler deiner Wahl so kleine Fläschchen gekauft. Genau, so wie die Quengelwaren-Schnäpse aus dem Supermarkt, so 0,1 Liter Genau. mit passenden Deckeln dazu. Genau, und dann füllt ihr, nachdem ihr das Zeug filtriert habt, eben einfach mit einem kleinen Trichter oder sowas, das in die Mini-Fläschlein um, baut ein schönes Schleifchen drumrum oder sowas und dann könnt ihr das entweder selbst konsumieren oder als Weihnachtsgeschenke verschenken, wenn ihr das möchtet. Genau, weil wir haben jetzt mit den 3 Litern quasi in einer Woche 30 Weihnachtsgeschenke geschaffen und das ist schon eine ganze Menge. Genau.
Gut, wenn du keine Ergänzungen hast, no. Dann würde ich sagen, ich wünsche euch wundervolle Weihnachten, eine schöne Adventszeit. Lasst es euch gut gehen, passt auf euch auf, bitte trinkt nicht zu viel von dem Spaß, bleibt schön gesund und ja, man hört sich. Es war mir wie immer eine Ehre, beim Podcast Adventskalender mitzumachen. Mir auch. Und ich wünsche euch eine schöne Zeit. Bis dahin. Tschüss. Ciao.